Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Skate 2. Wenn wir was gelernt haben aus der letzten Folge, dann, dass wir definitiv nie wieder um 6 Uhr morgens Skate aufnehmen. Würde ich mal sagen. Oder Nolly Hardflip zum Sidekick-Showdown, denn ich muss jetzt mal wieder ein bisschen skillen. Ja, und deswegen mache ich das, wo ich zu Hause bin. Nämlich bei der San Van Street Series. Schlage in diesem Best-Trick-Contest am Wasser gehörig Wellen und streiche ordentlich Kohle ein. 3 Runden, erster Grind, alles ist erlaubt und bester Grab. Da fühle ich mich zu Hause, oder? Da fühle ich mich zu Hause. Oh, sieht auf jeden Fall sehr hübsch hier aus. Oh, butterweich. Ja, das gefällt mir. Ja, Best Rail, das ist ja sowieso, ne, da bin ich mehr als zu Hause, da bin ich quasi, ja, da, oh, das war jetzt nicht so geplant, da weiß ich gar nicht, was ich da bin, das wird auf jeden Fall, du kleines Arschloch, ist mir gerade eine Mega-Line versaut, Mann, fuck off, jetzt noch in die andere Rail, nein! Ich werde diesen Contest nicht verlieren. Das kündige ich hiermit an. Und wenn ich hier bailen muss, mit Absicht natürlich, einfach nur um eine bessere Ausgangsposition zu kriegen. Ah, dieser Scheiß, den Hardflip, ne, den kriege ich irgendwie noch nicht so ganz da oben drauf. Was macht er denn? Wow, 900. What the fuck, hat mich da gerade einer angerülpst? Boah, der Tail war nice. Der Tail war nice. In den Shuffle. 1000 Punkte. Fickt euch doch alle. Genau darum geht's nämlich. Das kann ich. Das war sick. Damit bin ich auf der 1 und den nimmt mir auch keiner mehr. Den nimmt mir keiner mehr. Als ob irgendeiner von denen so viel Points hier rausholt. Kannst mich mal. Das schafft keiner. So, Ende der Diskussion. Hier, bam. Was wehtun, was wehtun. Ja, schau dir mal den Move an. Erstmal oben übelst geil die Tail. Und dann 2 Moves noch runter gemacht. So läuft's im Business. Hier bin ich zu Hause. Nennt mich Wolfie Mullen, Mann. Besser Trick jetzt hier in diesem kompletten Areal. Alles klar, auch hier denke ich mal, werden wir... Was für ein Arschloch. Das war kein Schocker, der Typ wollte mich einfach nur umbringen. Mit seiner Lebens... Verpiss dich doch, hier ist meine Rail. So. Das war doch schon mal gar nicht so schlecht. Wenn Best Trick ist, würden ja... würde hier ja eigentlich alles zählen. Oh, Alter, ich bin gespawnt. Ich konnte nicht mal was machen. Bin ich auf Platz 1 damit? Ja, ne? Easy. So, so schön das da oben auch ist. Ich glaube, da werden wir nicht genügend Speed für haben. Ja, Crossbones müssen wir dann auch zählen. Jetzt hängen wir fest, deswegen bailen wir mal ganz kurz. Jo, servus. Ich schnack noch lieber ein bisschen mit den Fans. Ja, weil das ist ja... Eigentlich bin ich hier mal ganz, ganz heiß drauf. Warte mal. Ich bin ja eigentlich mal heiß, hier drüber zu jumpen. Shit, ganz knapp. Ja, das gibt eine Gehirnerschütterung. Ist okay. Und... Oh, schade. War eigentlich gar nicht so kacke. Aber, ja... Hat nicht ganz so sein sollen wie geplant. In diesem Sinne, zack, 2-mal Erster geworden. Ich sag doch, ich bin in meinem Element. Und ja, der Wettbewerb ist damit auch entschieden. Keine Ahnung, was jetzt beim Grab-Wettbewerb noch kommt. Aber das Ding ist für mich auf jeden Fall entschieden. Und das finde ich gut. Punks, hallo? Okay, wo sind die Pfeilchen? Ich muss mich an den Pfeilchen orientieren, habt ihr gesagt. Ah, okay, ich muss hier wirklich einen Grab drüber machen, so wie ein Crossbone zum Beispiel. Alles klar.
das, boah, das ist aber schwierig, muss ich sagen. Hier wirklich so ein Grab drüber machen. Mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen mehr Speed kriegen. Na, Stagni. Das ist ein bisschen anspruchsvoller, muss ich sagen. Ah, der Melle war auch nicht schlecht. Aber da wirklich viele Punkte zu kriegen, fällt mir ein bisschen schwer. Das war nicht sehr elegant. Der lag mir auch einfach, beziehungsweise ist mir auch einfach in den Weg gefahren. Ja, da habe ich irgendwie noch den Grab verbunden. Ich wollte hier... Scheiße, ja. Habt ihr gesehen, mit dem Nolly irgendwie reinjumpen? Da verliere ich ja viele Points hier. Oh, hallo Palme. Gut, da habe ich... da habe ich Schwierigkeiten mit. Gut, dass ich viele Punkte geholt habe in den anderen Dingern. Na, ich komme auf meine 500 Punkte leider nicht, muss ich sagen. Schade eigentlich. Ich sehe eben jede Menge Tricks, ich sehe auch jede Menge Scheiße hier am Start. Ja, das kann ich dann wohl vergessen. Dritter Platz hier nur aus dem Wettbewerb. Ah, macht nichts. Ja, hier ganz kurz gegrabt, das reicht dann auch schon. Ja, Wolf gewinnt den Wettbewerb, so stelle ich mir das vor. Easy. Easy. So, jo, dankeschön, dankeschön. Danke, jo. Bin schon ziemlich geil, ja. Dankeschön. So, Street-Wettbewerbe kann ich noch. Wie, nicht wieder kann. Hallo, das gibt fett die Kohle, Mann. So, und da wir das geschafft haben, ja, fühle ich mich frei. Oh, da hinten wäre ein Spot. Oh, wollen wir mal wieder einen Spot rocken? Wollen wir mal wieder einen Spot rocken? Komm, haben wir Bock, oder? Alter, sieht das nicht aus, als würde da ein riesiger Mutantenfrosch auf den Teilen sitzen? Alter, was ist denn mit... Was nimmst denn du für Drogen? Was für ein Mutantenfrosch? So, 500 Punkte. 500 Punkte muss ich hier irgendwo reißen. Okay, ich überlege mir jetzt nur gerade eine gute Position und dann, setz mir hier mal einen Marker. Kann ich nur auf dem Mittelteil das machen? Also nicht hier oder so? Nur auf dem Mittelteil? Und da falle ich ins Wasser. What the fuck? Jo. Wie machen wir denn das am günstigsten? Erstmal darüber jumpen, oder? Nein, 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 nein. Warte mal, kann ich... So rüberjumpen? Wie? Hat das nicht geklappt oder darf ich das nicht? Das muss ich ja wohl dürfen, oder? So, ganz ruhig. Jetzt hier stehen bleiben. Und dann irgendwie... Wow. Ah, dann hätte ich mir jetzt einen Marker setzen müssen, ne? Warte mal. Das kriegen wir schon hin. So, erstmal da drauf. Dann direkt absteigen. Dann hier eine gute Position suchen. Drehen, 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 drehen. Aufs Board, Marker platzieren. Zum Marker. Jo, das klappt schon mal. So. Und jetzt muss ich hier nur noch schauen, dass ich hier Punkte holen kann auf dem Teil. Boah, das ist aber schwierig, muss ich sagen. Zählt es, wenn ich schon von da runter gehe? Ja. Okay, was ich also machen muss, ist quasi da drüben starten. So, von hier aus starten, dann in eine Rail rein. Quasi, ach scheiße, ich wollte hier platzieren eigentlich, sorry. Ach scheiße. Warte, 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 das schaffe ich, das schaffe ich. So, Marker platzieren. Ja, irgendwie so. Pass auf, das schaffen wir. Einfach nur ein... Ach, scheiße. Ich muss mich drehen. Nein. Jetzt platzieren. So, und von hier aus können wir nämlich darüber jumpen. Oh mein Gott. Jetzt hat es fast geklappt. Wow, das waren gerade richtig viele Punkte, habt ihr das gesehen. Also den werde ich zum Beispiel nicht rocken. Den werde ich wahrscheinlich nur ownen.
Oh, vor allem, weil es sehr schwierig ist, dann wieder in die Mitte zu kommen. Kacke. Au, das war nicht gut. Das ist schwierig, muss ich sagen. Weil ich da echt nur sehr wenig Fläche habe und das Wasser mich halt instant killt. Nee. Aber ich denke mal, dass meine Idee... Da oben, nee, oben. Ah, scheiße. Okay, das war bestimmt nicht so... Habt ihr gesehen? Ich habe ja schon 500 Punkte dann mit einem, mit dem Jump darüber. Wie kann ich das am besten machen? Dann während dem Trick vom Board steigen? Das geht nicht. Oder wie? Ah, ich fühle mich mit der Methode am sichersten, aber irgendwie auch nicht. What the fuck? Ah, ich will das halt irgendwie mit den Rails verbinden, aber das scheint echt schwierig zu sein. Vor allem, weil ich dann einfach nicht mehr in die Mitte komme. Ich glaube, dann war die Idee, dass ich von der anderen auf die Mitte komme, doch besser, oder? Oder nicht? Ah, warum ist das, das kann doch nicht so schwierig sein, dass ich jetzt hier raile und dann trotzdem in die Mitte springe. Das muss doch irgendwie machbar sein. Oder soll ich einfach dann versuchen, von der Rail auf die andere, also komplett rüber zu... Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Da brauche ich aber hier natürlich schon mal ein bisschen mehr Speed. Also quasi, warte mal. Ja, ich kann da, ja, roll mal ein bisschen rüber, roll mal ein bisschen rüber. Und dann da komplett rüber. Das ist aber ein bisschen schwieriger. Aber es ist, glaube ich, nicht unmöglich. Ah, ich habe hier so wenig... What the fuck? So wenig Platz zum Pushen. Na, das war jetzt schon gar nicht so verkehrt. Ich muss den Marker mal ein bisschen besser platzieren. So. Scheiße, das war nix. Schade. Aber an sich ist die Idee... Ich muss da ja nur anfangen. Jetzt hat... Na, oh, Mensch. Ich hab das doch drauf. Ja, nein. Ich weiß doch, dass ich das kann. Ja, ja. Yeah, beherrscht. Sag ich doch. Na also, und ab ins Wasser. So, 900 Punkte. Du kannst mich mal. Will ich nicht. Diese Drecks-Challenges, ich hasse es, wenn es dann nicht so wirklich einen Abschluss gibt. Ich brauche einen Abschluss, ich brauche ein Ziel. Weil wenn die dann immer wieder auf der Karte markiert sind, denke ich mir, jo, da habe ich was nicht geschafft. Aber jo, natürlich habe ich es geschafft. So, was machen wir denn noch? Für was haben wir noch Zeit? Für ein Rennen. Oh, das große Finale. Ach so. Nee, dann machen wir das nicht. Dann, wow. Was machen wir denn dann? Lange Line. Stürz dich in die Banks, spring über die Treppen und das klingt irgendwie schwierig. Das sieht schwierig aus zum Abschluss, oder? Das letzte Rennen schon, oha. Das machen wir, das weiß ich schon, wann das letzte Rennen mache. Bobby D. hat ein Näschen für Spots. Droppe in die Bank. Um Speed zu machen, nimm die Gap an der Treppe, okay, und grinde zum Abschluss die lange Rail. Pass aber auf, dass dich die Rail nicht abwirft. Schätze dich in die Bank. Über die Treppen, grinde die Rail, okay. Das ist hier eine knallharte Line, die du nur mit ordentlich Speed schaffst. Spring von der Treppe in die Bank, check über die Gap und gib dir dann die Hubber. Und los, Kamera okay. Läuft. Oh, shit. Okay, also, viel Speed brauchen wir dafür. Sieht aber geil aus. Am Ende, ich habe noch übers Ende ein bisschen Schiss. Das kriegen wir schon hin. Hier, ich push extra mit dem hinteren Fuß, okay? Seid ihr jetzt glücklich?
Schade, ich glaube, da wären wir jetzt schon rüber gekommen. Ja, geh zum Marker, gibt's ja nicht, wir kennen das ja. Bei diesen Kack-Challenges. So. Da steht mir jetzt natürlich so eine Fotze im Weg, oder? Shit! Oh, darf ich mir das jetzt wieder anhören? Ah, ist nicht wahr, oder? Oh shit, ey, das war böse. Hat die mich gerade Miststück genannt? Will die mich verarschen? Ja, ich kann das. Das schaffen wir, das ist auf jeden Fall eine coole Challenge. Oh shit. Da muss ich so knapp wie nur irgendwie möglich losspringen. Oh, das Problem ist, dass ich richtig Schiss habe vor der Rail am Ende. Ohne Witz. Da habe ich richtig Schiss. Okay, dafür haben wir jetzt auf jeden Fall nicht genug Speed. Ich hätte jetzt gerne am Ende die Rail einfach mal getestet, aber nicht mal dazu komme ich. So, eins, zwei. Ich darf da nicht nochmal pushen, ne? Ich weiß, ich gewöhne mir das nie ab, aber... Ne? Okay, mach's einfach mal nicht. Nicht pushen. Zweimal pushen. Hoch. Und dann komme ich aber trotzdem nicht rüber. Naja. Wie viel Speed müssen wir da haben? Können wir mal ein bisschen weiter nach hinten? Ich würde ja gerne Marker setzen. Ich würde nämlich gerne dreimal pushen, weil dreimal pushen ist Max Speed. Eins, zwei, drei. Mann! Das ist aber echt krass weit. Also... What the fuck, Alter? So viel Speed... Ich sehe halt überhaupt gar keine Chance, da noch mehr Speed rauszuholen. Ich meine, was... Hau ab. Was mache ich hier groß falsch? Ich mache hier meine Pushes. Spring in die Bench. Dann komme ich hier rüber und dann müsste ich noch irgendwie... Okay, die Rail machen finde ich jetzt nicht mehr so schwer. Guck mal, ich habe einen No-Scrap BS gemacht, habe ich gelernt. Off-Air. Krass, oder? Habe nämlich gelernt, dass ich nämlich tatsächlich Rails noch grabben kann. Aber das nützt mir alles nichts, wenn ich niemals so viel Speed habe, Mann. Ja! Nein! Rail! Yes! Okay! Das war ja sicker, als ich das zu glauben vermarkt habe. Verdammt, ich sag mal erledigt! Das war vielleicht nicht das Realistischste. Aber es war sehr, sehr geil. Jo, das war ja mal lässig, Baby. Das war ja mal lässig. Okay, holy shit. Wo ist meine Fernsehshow? Das frage ich mich auch, Bitches.